150 Jahre Anwaltskanzlei in Freiburg. Dies war der Grund zum Feiern. Die Rechtsanwälte Eckert, Hennig, Sitz und Techner luden diesbezüglich in die Gaststätte Letzte Dreier nach Freiburg ein. Unter den Gästen waren Mandanten, Geschäftspartner, der ehemalige Landrat, Familienmitglieder und der Oberbürgermeister aus Freiburg und Brand-Erbesdorf. Viele Gäste überreichten Spenden für den Altertumsverein e.V. bzw. für den Kindergarten Bergstadtzwerge der AWO Freiburg. Insgesamt wurden ca. 1.910 Euro vergeben. Rechtsanwalt Udo Eckert begrüßte alle Gäste und bedankte sich für das Kommen. Mit einem Glas Sekt wurde auf das Jubiläum angestoßen. Rechtsanwalt Christian Sitz, der Enkel von Alexis Techner, schaute zurück auf 150 Jahre Tradition der Rechtspflege in Freiburg. Am 2. Januar 1872 eröffnete Eugen Alexis Techner als Advokat ein Anwaltsbüro in Freiburg. Unter der Nummer 153 im Verzeichnis der Rechtsanwälte im Bezirke des Königlichen Appellationsgerichtes Dresden wurde er eingetragen. Ob Eugen Alexis Techner das erste Kanzleischild, was noch erhalten ist, am diesem 2. Januar tatsächlich schon in der Burgstraße seinem ersten Sitz angeschraubt hat und ob er die ersten Mandanten beraten hat an diesem Tag, wissen wir nicht genau. Wir wissen aber, dass diese Verpflichtung als Advokat am 2. Januar 1872 erfolgte. Und somit ist das für uns und war auch schon für die Vorfahren der Zeitpunkt, der quasi als Gründung der Kanzlei gilt. Eugen Alexis Techner wurde 1842 in Oberbobritzsch geboren. Er absolvierte das Gymnasium und studierte anschließend Rechtswissenschaft an der berühmten Fakultät der Uni Leipzig. Über seine erste Tätigkeit wissen wir auf jeden Fall, dass er ein guter und angesehener Strafverteidiger war, aber er natürlich auch zivilrechtliche Probleme bearbeitete. Er vertrat damals regelmäßig die Revierwasserlaufanstalt, also diese Einrichtung, die quasi die Hoheit über alle bergmännischen Wasseranlagen im Bergrevier Freiburg hat. Und da gab es damals eine Menge Rechtsstreite, und zwar mit den noch zahlreich vorhandenen Mühlenbesitzern, die sich dann also quasi um die Wasserentnahme stritten, insbesondere in Zeiten der Trockenheit. Und hier haben wir mal eine Skizze aus der Prozessakte, Revierwasserlaufanstalt gegen Mühlenbesitzer Gebert, der also dann in Zeiten der Trockenheit aus dem Roten Graben das Wasser über den Freifluter in seine Mühle und dann in die Mulde leitete. Das wollte die Revierwasserlaufanstalt untersagt haben. Letztlich erfolglos, die Sache ging bis zum Reichsgericht und die gab letztlich dem Mühlenbesitzer Recht. Es gab am 29. Februar 1880 das schwerste Grubenunglück im sächsischen Bergbau, im Abrahamschacht Himmelfahrtfundgrube, wo letztlich ein Gestänge der Fahrkunst brach und 8 Bergleute oder mehrere Bergleute mit der Fahrkunst in die Tiefe stürzten, 20 Meter, 8 Bergleute starben sofort. Einer verstarb bei der Bergung und 2 weitere erlagen dann am nächsten Morgen ihren schweren Verletzungen, also insgesamt 11 Tote. Letztlich wurde der Betriebsdirektor und auch der Kunststeiger für schuldig der fahrlässigen Tötung in 11 Fällen gesprochen und zu 1 Jahr und 6 Monaten bzw. 5 Monaten Haft verurteilt. Eugen Alexis Techner war auch ein sehr geselliger Mensch. Er war Mitglied einer sogenannten Tunnelgesellschaft. So nannte man den Stammtisch in der Kneipe in der Borngasse. Ich habe auch noch zu Hause einige sogenannte Tafellieder gefunden, die da in so einer Rolle zusammengeschnürt waren. Neben seiner Anwaltstätigkeit arbeitete er 25 Jahre im Stadtverordnetenkollegium, wofür ihm am 31. Dezember 1899 die Ehrenbürgerwürde der Stadt Freiburg verliehen wurde. Von seinen insgesamt 4 Söhnen folgten Konstantin und Osman Techner den beruflichen Fußstapfen des Vaters.
Konstantin trat bereits nach Abschluss seines Studiums 1895 als Referendar in die Anwaltspraxis seines Vaters ein und ließ sich schließlich 1904 nach kurzer Tätigkeit als Stadtrat in Zittau als Rechtsanwalt, nunmehr in Freiberg auf der Bahnhofstraße 20 nieder, wo die Anwaltskanzlei Techner die nächsten 84 Jahre ihr Domizil haben sollte. Der Bezug zu Konstantin Techner ist eigentlich auch unser Kanzleistandort, denn der heiratete 1902 diese Sophie Geisler, weshalb er auch wahrscheinlich nach Zittau ging. Und diese Frau Geisler, eine Tochter des Oberjustizrats Geisler und Großnichte von Ferdinand Reich, bewohnte das Haus Weißenholzstraße 20. Und das kam sozusagen durch die Heirat in Familienbesitz. Konstantin Techner engagierte sich genauso wie sein Vater, obwohl er nicht so gesellig war, doch sehr für die Belange der Stadt. Er wirkte ebenfalls als Stadtverordneter, vertrat den Hausbesitzerverein und ging insbesondere seinem Hobby der Rechtsgeschichte und der Geschichte insgesamt nach. Er war Vorsitzender des Altertumsvereins, leider nur 2 Jahre, weil auch er sehr jung verstorben ist. Und veröffentlichte mehrere Abhandlungen über Freiberg und seine Geschichte. Sein jüngerer Bruder Osman wurde am 20. Februar 1908 zur Anwaltschaft beim damaligen Landgericht Freiberg zugelassen. Beide Brüder führten nun das Rechtsanwaltsbüro gemeinsam. Auch unter den sehr schwierigen Bedingungen des Ersten Weltkrieges, wo der Praxisbetrieb aufgrund der Rekrutierung beider Anwälte nur notdürftig aufrechterhalten werden konnte. 1939 bestand Alexis Techner, ein Neffe von Konstantin und Osman, seine zweite Staatsprüfung. Während der Kriegsteilnahme erhielt er im Frühjahr 1944 die Zulassung zur Anwaltschaft. Doch erst nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft konnte er seine Tätigkeit als Rechtsanwalt mit seinem Onkel ausüben. Alexis war eigentlich wie sein Großvater. Er kam eigentlich nicht bloß dem Namen nach seinem Großvater, sondern auch von seiner Wesensart. Er war also ein geborener Strafverteidiger. Er hatte einen kraftvollen Auftritt, eine gewisse Bauernschleue, einen gewissen Witz. Und machte sich als Strafverteidiger, also in Freiberg, einen Namen. Er führte die Kanzlei später mit Rechtsanwalt Rokitte bis zum Jahre 1986. Rokitte und Techner, das war auch ein Name in Freiberg. Nicht nur in Strafsachen, auch in Ehesachen. Und es zeichnete doch die Anwälte aus, dass sie bei allen politischen Gegebenheiten letztlich immer wussten, wo es lang geht und was man eben letztlich noch erreichen konnte. Nach einer zwangsweisen Versetzung in den Ruhestand eröffnete Rechtsanwalt Alexis Techner die Kanzlei 1990 erneut und führte diese ab 1991 gemeinsam mit seinem Partner, Herrn Rechtsanwalt Udo Eckert, weiter. Die Kanzlei zunächst auf der Weißenholzstraße 18 einrichtete und später nach der Renovierung Ende 1996, Anfang 1997 in die neu renovierte Kanzlei umzog. Diese Bilder sind da anlässlich dieser Renovierung entstanden. Udo Eckert berichtete in seiner kurzen Rede über die letzten 25 Jahre. Mit Wirkung vom 1. Januar 1998 trat Herr Rechtsanwalt Tobias Scholz in die Kanzlei ein. Darüber hinaus wurde auch die personelle Kontinuität gewahrt, denn am 1. Juli 1998 trat der Enkel von Herrn Alexis Techner, Rechtsanwalt Christian Sitz, als Partner in die Kanzlei ein. Gleichzeitig fusionierte die Kanzlei Eckert und Techner mit der Rechtsanwaltskanzlei von Rechtsanwältin Petra Hänig und firmiert seitdem unter Eckert, Hänig, Sitz und Techner. Als Kanzlei mit spezialisierten Rechtsanwälten beraten und vertreten wir sie umfassend und kompetent in folgenden Rechtsgebieten: Verkehrsrecht, Sozialrecht, Versicherungsrecht, Arzt- und Patientenrecht, Arbeitsrecht, Strafrecht, Erbrecht, Familienrecht, Betreuungsrecht, Mietrecht, Baurecht und allgemeines Vertragsrecht.
Neben den Rechtsanwälten sind noch Ingrid Meutzner, sie ist Anwaltssekretärin seit 1992, und Jacqueline Fernandes-Prohl, Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte seit 2019, tätig. Im Rahmen der Festveranstaltung gab es noch zwei Grußworte auf humoristische Art und Weise. Thomas Schmalz, Geschäftsführer des Freiberger Studentenwerkes, verfasste einen Brief und mit ein paar Zeilen brachte er seine Wertschätzung zum Ausdruck. Bisher dachte ich ja immer, dass das Studentenwerk mit eurer Kanzlei in früherer Zeit gar nicht so viel zu tun hatte. Wie groß war jedoch mein Erstaunen, als ich im Rahmen der Archivarbeit zu unserem 100. Bestehen auf eine Urkunde stieß, die uns wohl zu einem eurer ältesten Kunden macht. Die Beurkundung des Kaufs des zukünftigen Studentenhauses der Freiberger Studentenhilfe e.V. durch Rechtsanwalt Osman Teschner, dem Sohn des Gründers der Kanzlei, am 16.06.1934. Ich gratuliere Ihnen und euch ganz herzlich zu diesem außergewöhnlichen Ereignis des 150-jährigen Bestehens des Familienunternehmens Teschner und wünsche mir sehr, dass es eurer Kanzlei auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gut gehen möge und ihr das Studentenwerk auch in der Zukunft gut und rechtschaffen wie bisher begleitet. Auf die nächsten 150 Jahre. Glück auf! Auch der Freiberger Karnevalsclub war mit einem humorvollen Grußwort dabei. Ruft man in Freiberg die 26308 ganz dringend an, hat man nach geraumer Zeit eine nette Vorzimmerdame dran. Und die ist ungelogen artgerecht und gut erzogen. Zuerst erwerben und das nagt, sich Personendaten abgefragt. Wissen will man auch, worum es geht, um welche Sache es sich dreht. Nachdem man seinen Rechtsfall praktisch telefonisch vorgetragen, hört man am anderen Ende freudestrahlend sagen: Ich kann sie leider nicht verbinden, weil alle Anwälte sich gerade bei Gericht befinden. Das, was ich euch heute sage, reicht aus für eine Verleumdungsklage gemäß § 187 StGB, für die ich maximal 3 Jahre hinter Gitter gehe. Ich sage euch ganz unverfälscht, das Amtsdeutsch ist das reinste Kauderwelsch. Und was das Tolle darin ist, ihr Lieben, so wie ich jetzt am Beispiel sage, so steht es wirklich auch geschrieben. Im Bundesreisekostengesetz Gesetz wird zum Beispiel die Passage verwendet: Stirbt ein Bediensteter während der Dienstzeit, so ist damit die Dienstreise beendet. Man stellt auch klar, der Tod stellt aus versorgungsrechtlicher Sicht die stärkste Form von Dienstunfähigkeit dar. Auch nicht schlecht, was man schreibt im Steuerrecht. Dort fügt man an, es ist nicht möglich, dass der Tod eines Steuerpflichtigen als dauernde Berufsunfähigkeit gewertet wird. Erscheint man vor Gerichte, da macht man jede Sitzung glatt zunichte. Man ist Meister der Verdrehung, macht einen Orkan aus jeder Blähung. Was man da an Würde schafft, dagegen ist der Stadtgebläse fast ein Hustensaft. Man hat dann Grundsitz nur im Sinn. Recht ist nur gut, wenn ich gewinne. Wir wissen aus des Volkes Quelle, nicht nur als Anwalt, auch als Mensch, da ist man hier zur Stelle. Wer es versteht, sein Arbeitsleben so zu führen, dem kann man heute nur gratulieren. Respekt, Respekt, das schreit geradezu nach Sekt. Und eben diesen schenke ich stellvertretend noch geschwind der Petra, unserem heutigen Geburtstagskind. Nun wurde das Buffet eröffnet und jeder konnte sich nach diesen Vorträgen stärken. Bis weit in den späten Abend hinein wurde gefeiert. 150 Jahre Tradition sind auch 150 Jahre Vertrauen. Nicht immer muss es erst zu einem Gerichtsverfahren kommen. Oftmals können Anwälte schon durch zielgerichtete Fragen in der Beratung beim Mandanten Klarheit über die rechtliche Situation schaffen. Dies erspart ihnen nicht nur Zeit und Aufwand, sondern oftmals auch unnötige Kosten.